Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir haben heute die letzte Future Star Puzzle SBC am Start. Es kam doch nochmal eine Daily SBC raus, die am Ende gar nicht mehr so Daily waren. Und vor allem, na gut, Prime Electrum Spieler Set ist okay, aber natürlich musste es nochmal die kleine Variante sein, weil nochmal ein richtig geiles Pack, wie meinetwegen ein 50k Pack, einfach so auf Ehre oder sonst irgendwas, hätte man ja nicht raushauen können. Das wäre ja zu viel gewesen am Ende des Tages. Wir wollen die User ja auch nicht überschütten mit Packs und Spielern. Dementsprechend haut mal lieber noch ein kleines Prime Electrum Spieler Set hinten ran. Wir brauchen dafür zumindest kein krasses Team. Wir brauchen 7 seltene Spieler, 9 mindestens Silber. 5 Spieler maximaler dürfen wir aus einem Verein benutzen. 60er Chemistry. Das heißt, man braucht nicht mal groß Chemistry. Ich habe hier halt österreichische Liga, ab dafür. Ich muss nochmal gucken, ich habe mir die Top-Partie noch nicht angeguckt. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da welche aus der österreichischen Liga dabei sind. Das wäre jetzt natürlich bitter, ist es aber nicht. Dementsprechend alles easy. Habe ich die da reingehauen, nicht Upamecano, sondern hier rein. Ja, geht fit, würde ich sagen, geht fit. Also, es ist halt keine teure SBC so. Für das, was man abgibt, wir haben sogar 95 Chemistry hier am Ende rausgeholt. Also es ist halt von der Preis-Leistung her eine gute SBC, aber ich finde es halt lächerlich, dass man die Events dann halt vor allem allgemein in der zweiten Woche, was SBCs und generell auch die Daily SBCs angeht, so scheiße macht einfach. For real ist so. Es gab in der letzten Woche 2 Daily SBCs, glaube ich. Die eine, die am Freitag direkt rauskam und dann die jetzt. Oder gab es eine am Freitag, am Samstag und jetzt die. Also so oder so, das ist einfach schlecht. Sorry, es ist einfach schlecht, traurig und faul. Und vor allem, dann kriegt man hier halt nur ein Prime Electrum Spieler Set, auch noch in der kleinen Variante. Und das ist halt einfach bad so. Wenn die Server und sowas hingegen stimmen würden, wenn sie daran arbeiten würden und das dafür dann vernachlässigen würden, wäre okay. Server sind immer noch scheiße und absolut Dreck. Aber egal. Wir haben hier komplettes österreichisches Team quasi gebaut, im Mittelfeld und in der Defensive. Am Ende noch einen random seltenen Bronzestürmer reingeklatscht, weil ich noch einen seltenen Spieler brauchte. Hat für mich gepasst. Ich habe hier halt einfach, wie gesagt, eine Liga mehr rausgesucht, wo ich viele seltene Silberspieler habe, wo wahrscheinlich keine Ligen-SBC rauskommen wird. Dementsprechend, ja, kann ich die meiner Meinung nach hier alle reinhauen, juckt mich nicht. Und dann können die auch gerne weg. So, dann haben wir die weg. Auch wenn Michi Lindl der Beste ist, muss er hier leider abgegeben werden. Ist keine schwere SBC, wie gesagt. Ist relativ einfach. Aber am Ende des Tages halt für den Abschluss eines Events relativ mau, würde ich behaupten. So, dann gehen wir rein in den ganzen Spaß. Bekommen nochmal, ja, wahrscheinlich nicht mal 3. Das Ding ist ja, du kriegst 3 seltene Spieler. Und von den 6 Spielern sind 3 Gold. So, ich krieg zumindest einen seltenen Goldspieler. Die Frage ist, wie viel. Obvious ist es kein Walkout oder Bildschirm oder sonst irgendwas, kein Stadionspieler. Ey, naja, egal. Wie gesagt, es bringt halt nichts, sich drüber auszureden. Wir haben sogar 2 seltene Goldspieler. Das ist, ja, mehr als ich erwartet habe oder als ich vermutet habe. Dementsprechend will ich mich da jetzt nicht zu krass drüber beschweren. Hauen wir die Scheiße weg und dann ist gut. Ja, ich überlege, ich glaube, vielleicht haue ich hinterher noch ein paar Player-Picks rein. Ich denke mal schon, wir sehen uns dann da wieder. Bis dann, haut rein. Beziehungsweise wir sehen uns gleich wieder da. Yo, nachdem EA ein bisschen, zumindest bei mir, mit den Servern gestreikt hat, ich musste komplett meine Konsole neu starten, um irgendwie in ein SBC-Menü und generell in Ultimate Team zu kommen, haben wir nochmal 12 Player-Picks am Start. Ich bin gespannt, was EA uns hier denn so gönnt. Ein paar gute Spieler hatte ich schon. Jetzt habe ich halt die Angst, dass ich Kramaric so ein untradable habe. Oh, das ist halt immer so ein bisschen Risiko jetzt hier. Ich bleibe lieber bei Decombed auf sicher. Ich hatte schon ein paar gute Spieler hier gehabt. Jetzt haben wir den ersten auch richtig starken Pick hier, wenn man überlegt, mit 83, 84 und 85 in einem Pick. Ordentlich, absolut ordentlich. Mal gucken, wie es denn noch hier so ausarten kann. Den Pepe nehme ich auch gerne mit, noch ein 83er hier an der Stelle. Ja, ich bin eigentlich sehr angetan von diesen Player Picks. Let's go. Und haben wir den ersten Walkout in der Theorie mit Marquinhos. Also gleich die ersten 4 Picks schon wieder richtig nice. Gut, den ersten kann man ausklammern, aber diese 3 Picks allein schon ordentlich. Wirklich richtig nice, würde ich fast behaupten. Ich will jetzt meinen Erling Haaland nur noch hier abholen und dann ist gut, EA. Es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich würde mich drüber freuen. Ich nehme die Morales auf sicher mit. Ja, ich würde mich drüber freuen, wie gesagt.
Oh, und das ist jetzt halt der erste Player Pick, wo du denkst, ja, warum hast du die gemacht? Aber, mein Gott, einer von 12 bis jetzt, beziehungsweise jetzt 3 von 12 insgesamt, wenn man den ersten noch mitrechnet. Okay, der Demi-Biding war auch nicht schon so gut, aber hier die drei Picks allein schon, die haben schon ordentlich rausgerissen. Dadurch noch einen weiteren 86er für den Verein für SBCs bekommen. Jetzt wird es gerade wieder ein bisschen schwächer. Aber vielleicht haben wir in den letzten drei Picks nochmal einen ordentlichen dabei. Und das ist er doch direkt mit Hugo Lloris. Den nächsten ordentlichen Walkout, den 88er rated, highest rated an der Stelle. Richtig nice. Wie gesagt, immer auf SBC gucken. Und, oh Gott, jetzt ist die Frage. Falcao ist halt am unwahrscheinlich. Ja, wobei, komm, Iamirendi auf Ehre. Ach, natürlich nicht. Bitter. Egal, letzter Player-Pick. Benzema nochmal. Fuck. Okay. Ich habe einen Benzema auf der Transferliste. Ich würde sagen, ich starte das Spiel neu. Hol mir. Gucke, ob ich den Benzema untradable habe. Und dann hole ich mir vielleicht einen Benzema mit ab. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall nice. Marquinhos, Birki, Lloris und Benze jetzt in den Player Picks. Das kann man auf jeden Fall schon machen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden damit. Und ich würde sagen, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.